Agglo Plage hat sich zu einem beachtlichen Touristenzentrum entwickelt, seit wir vor 12 Jahren zum ersten Mal hier waren. Ehrlich gesagt hat mir der etwas schläfrige Badeort Agglo Plage vor 12 Jahren besser gefallen. Ja. Von einem Strandcafé aus haben wir 20 Kilometer weiter südlich, direkt an der Atlantikküste, ein Bungalow im nagelneuen Resort Greenwave Ecolodge gebucht. Ja, der hat gerade. Der Manager rechnet fest damit, dass er uns irgendwann mit Familie wiedersehen wird und hat uns als Upgrade ein Familienbungalow mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern gegeben. Luxus pur für anspruchsvolle Radfahrer, die am nächsten Tag schon wieder abreisen. Die Küstenstraße führt durch eine trockene, karge Landschaft. Als erstes erreichen wir die Stadt Mirlift. Wieder können wir flotte Abfahrten genießen und haben gleich danach knackige Anstiege zu bewältigen, wenn wir die Mündungsbereiche von ausgetrockneten Flüssen queren. Unseren nächsten Zwischenstopp machen wir im reizenden Küstenstädtchen Sidi Ifni. Man spürt, dass hier für einige Zeit die Spanier das Sagen hatten. Wir machen uns gleich auf die Suche nach dem Hotel Suerte Loca, in dem wir vor 12 Jahren schon einmal übernachteten. Schade, dass wir diesmal nicht bleiben können. Thank you.
Unser heutiger Übernachtungsort, City Wozzeck, liegt allerdings noch 20 Kilometer weiter südlich. Die direkt an der Steilküste gelegene Auberge Maison Tijani kann man auch über Booking reservieren, sodass sich immer wieder auch ausländische Gäste an diesen entlegenen Ort verirren. So. Also, wir machen jetzt gerade einen Dorfspaziergang durch City Wozzeck. Und das ist, was es hier zu sehen gibt. City Wozzeck. Die Dorfhauptstraße. Eine Magazin du Pêcheur. Ein Fischhandlung, ein Fischgeschäft. Da schau her. So, ein schön angelegter Garten von Fischgeschäft. Ah, und der Dorfesel ist auch da. So, das Dorfmoped. Also wir sind umgekehrt und kehren zurück ins Hotel, beziehungsweise vorher noch ins Kaufhaus. Nochmal am Stadtpark vorbei. So, jetzt nähern wir uns dem spirituellen Zentrum von City Wozzeck, der Moschee. Also unser Dorfrundgang ist beendet. Wir sind wieder beim Haus Tijani. Hostel, Café, Restaurant. So. To the beach. So, wir sind wieder zurück. Genau der richtige Ort, um nach 6 anstrengenden Tagen einen Pause- und Wäschepflegetag einzulegen. Über die grobe, steinige Schotterpiste geht es zurück auf die Küstenstraße. Fahren wir durch eine Wolke hindurch, die an den Bergen des Küstenhinterlands hängen geblieben ist. Südlich von City Evening gibt es erst seit wenigen Jahren eine Asphaltstraße. Sie führt durch eine fast menschenleere Gegend. Sorgen mehrere tief in die Steinwüste eingegrabene Wells, die oberirdisch nur an wenigen Tagen im Jahr Wasser führen. Musik.
uns von unserem GPS auf eine vermeintliche Nebenstrecke von der Asphaltstraße weglocken lassen. Wir bekommen eine Vorstellung davon, welche Plackerei es früher gewesen sein muss, hier zu reisen, und beenden unser Pistenexperiment vorzeitig. Auch die normale Straße ist anstrengend genug. Also hast du jetzt einen kleinen Gang? Ja. Ja. Ne, ist doch in Ordnung. Verkehrsschilder entlang der Straße warnen immer wieder vor Kamelen. Und tatsächlich steht irgendwann eine Kamelherde direkt neben bzw. sogar auf der Straße. Die Tiere lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Die Straße verläuft nun ganz nah an der Atlantikküste. Allmählich dem Plage Blanche, dem weißen Strand, den man noch vor wenigen Jahren nur über Pisten erreichen konnte. Die Asphaltstraße endet am Web Moon, der im Mündungsbereich sogar ganzjährig Wasser führt. Hier gibt es einen großen Parkplatz, einen beliebten Übernachtungsort von Wohnmobilen. Hallo, ein deutsches Kennzeichen, Sie sprechen wir jetzt mal an. Alles gut. Also, kennen Sie sich ein bisschen aus hier? Wir sind gerade gekommen. Gerade gekommen, okay. Wir haben so einen Campingplatz mit so Campinghütten gebucht, muss irgendwo da hinten sein. Hallo, aber muss wahrscheinlich, also die Autos sind jetzt... Nee, ich habe gesehen, da fahren Autos da lang, also da kommen wir irgendwie rum. Ja, eben. Also ich denke schon, die Autos sind drumherum gefahren bis zum Dorf. Ja, also ja. Ich gehe mal davon aus, dass man da durchfahren kann. Ja. Okay, alles klar. Also ich glaube auch nicht, dass die durchs Wasser sehen. Also ja, gut, okay, dann. Viel Spaß. Ja, danke, ja. Ihnen auch. Wir haben südlich der Flussmündung auf Google Maps einen Camping-Touristik-Dinsiam ausfindig gemacht und per WhatsApp mit dem Betreiber Kontakt aufgenommen. Am Sandstrand lässt sich der Fluss bequem mit Autos, Wohnmobilen und Fahrrädern überqueren.
Dem Fischerdorf mit armseligen Behausungen auf der anderen Flussseite kennt niemand den Camping Tinsia. Also machen wir uns auf den Sandwegen mit GPS auf die Suche nach dem bei Google angezeigten Ort. Aber dort ist weit und breit nichts zu sehen. Ja, was ist denn los? Ja! Die hier reingefahren sind, da vorne der andere Weg ist der bessere. Was schaust du denn so? Warte mal, wir trinken jetzt einmal einen Schluck und dann schaue ich einmal, ob dort hinten ein Weg ist, zu Fuß, ohne Fahrrad. Wir haben keine Lust darauf, ohne ausreichenden Proviant wild am Plage Blanche zu zelten. Wir rufen mit unserer teuren deutschen SIM-Karte beim Campingbetreiber an und verständigen uns darauf, dass er uns mit seinem Auto am großen Parkplatz abholt. Wenig später kommt Ahmed auch schon mit seiner älteren Renault-Limousine zum vereinbarten Treffpunkt. Er hat gleich noch seine beiden Töchter mitgebracht und der Kofferraum ist eigentlich auch schon voll mit diversem Krempel. Kaum zu glauben. Aber bald sind auch noch wir beide samt Fahrer und Gepäck in der Familienkutsche verstaut. Auch die Flussfahrt meistert Ahmed routiniert mit seinem vollbeladenen Familienvehikel. Auf einem Hochplateau, irgendwo im Nichts, befindet sich Ahmeds Tourismusprojekt. Es besteht aus 4 aufgebauten Zelten, einem Dixi-Klo und 2 riesigen Wassersäcken. Selten hat die Tajine so gut geschmeckt wie an diesem einzigartigen Ort. Eigentlich sollte Ahmeds Projekt am Strand entstehen, wo es auch bei Google Maps eingezeichnet ist. Aber weil es Probleme mit dem Start gab, hat Ahmed seinen Plan kurzerhand im steinigen Nichts auf dem eigenen Grundstück realisiert. Dass der Standort von Ahmeds Campingplatz vielleicht doch nicht so blöd ist, wie es auf den ersten Blick scheint, wird uns bei der Weiterfahrt am nächsten Tag bewusst. Nur 300 Meter entfernt vom Camping im Nichts führt eine neue Piste vorbei, die noch auf keiner unserer Karten eingezeichnet ist. Sie ist mit Fahrzeugen aller Art gut befahrbar. Wenn sie fertiggestellt ist, wird sie Plage Blanche an die Route Nationale und an die Stadt Tantan anbinden. Die Route Nationale 1 ist eine 4-spurige Autobahn. Autobahnfahren mit dem Fahrrad ist eigentlich nicht so unser Ding. Aber wir kommen gut in Richtung Tantan voran.
Für heute Abend haben wir ein Übernachtungsquartier der Extrasorte ausgewählt. Über eine 6 Kilometer lange Piste kommt man zu einem Märchenschloss aus 1001 Nacht. Die Piste ist nur mit Allradfahrzeugen oder eben mit Fahrrädern zu bewältigen. Klassischen Wüstenfonds. Ein wahrlich einzigartiges Erlebnis auf unserer Marokko-Reise. Aber dazu mehr im nächsten Video. Und wenn im Restaurant dann völlig unerwartet auch noch marokkanischer Wein angeboten wird, ist das Radlerglück perfekt.